Und die Spieler von Hansa Rostock werden sich auch einreihen in den Osterreiseverkehr. Die fahren aber nach Süden zum Punktspiel gegen Burghausen. Und vorn, neben dem Fahrer, wird dann mal wieder ein neuer Trainer sitzen. Es ist der dritte in dieser Saison mittlerweile. Der soll die Truppe bis zum Saisonende wieder einigermaßen in die Spur bringen. Aber nach einem langfristigen Konzept, wie angekündigt, sieht das nicht aus. Hatte Neue seine Mannschaft im Griff? Dirk Lottner, ein Kölsche Jeck auf dem Trainerposten von Hansa Rostock. Als Trainer hat er die U17-Mannschaft vom 1. FC Köln und die Reserve der Rheinländer trainiert. Seit rund einem Jahr war er ohne Job. Jetzt soll er bis Saisonende das Zepter übernehmen, obwohl Hansas Sportmanager für den Posten als Hansa-Trainer eigentlich ein anderes Kaliber versprochen hatte. Uwe Fester war, als der vor zwei Wochen auf der Pressekonferenz die Jobbeschreibung für seinen Wunschtrainer aufstellte. Rückblick. Es war der Tag der Entlassung von Andreas Bergmann. Das Anforderungsprofil war ja grundsätzlich, dass wir gesagt haben, wir möchten jemanden haben, der auch Erfahrung mindestens in dieser Liga, besser aber noch oben drüber gesammelt hat. Der aber auch bereit und in der Lage ist, mit jungen Spielern zu arbeiten und sie entsprechend aufs nächste Level zu bringen. Genau dieses Profil für Hansa Rostock erfüllt Dirk Lottner jedoch nicht. Der 42-Jährige hat noch niemals eine höherklassige Mannschaft eigenverantwortlich trainiert. Dass er nur einen Vertrag über 24 Arbeitstage hat, findet er sehr ungewöhnlich. Wie es sein wird, werde ich auch noch sehen in den nächsten Wochen. Aber Fakt ist schon mal eins, dass wir jetzt natürlich mit dem vorigen Trainer mich ganz intensiv jetzt schon ausgetauscht habe. Wieder, glaube ich, sportlich und fußballerisch, was wir so für Philosophien haben, sehr, sehr nah beieinander liegen. Das ist auch notwendig, denn auf dem Platz arbeitet Roland Rulofsen, der hier die Mannschaft abklatscht, inzwischen als Co-Trainer. Anfang der Woche war er noch hauptamtlicher Interimstrainer. Das ist jetzt Dirk Lottner, hier links. Lottner hat seinen Vorgänger also beerbt, hat ihn jetzt als Co-Trainer und ist selbst zunächst nur 4 Spiele im Amt, oder? Hansas Sportchef zu seinem neuen 24-Tage-Trainer. Jemanden, der ambitioniert ist, der Feuer hat, der auch eine entsprechende Vita hat und wo man auch vielleicht die Hoffnung haben kann, dass was Längerfristiges draus entsteht. Heißt, Dirk Lottner ist eine Zwischenlösung, vielleicht aber auch nicht. Er soll Hansas Abstiegsgespenst vertreiben, sein Sportchef unterstützt ihn dabei. Noch. Natürlich laufen auch weitere Gespräche, das ist ganz klar. Aber es ist eben so, dass Dirk auch hier eine reale Chance hat, um einen ordentlichen Job zu machen. Und wir werden da ganz genau drauf schauen, wie das läuft. Die Mannschaft soll Punkte mit einem Zwischenzeittrainer holen, der vielleicht dann doch länger bleibt. Der Sportchef sucht derweil weiter nach einer besseren Trainerlösung. Wenn das mal gut geht, Hansa.